Leute, und willkommen zu diesem kleinen Let's Play. Wir spielen heute Anno 1404, wie man es in Europa nennt, oder wie man es auch in Nordamerika nennt, Dawn of Discovery. Ja. Wir spielen das heute mit Lati. und mir, Bjarne. Moin. Also es ist am 23. Juni 2009 erschienen. Also es ist seit 6 Jahren und kostet 30 Euro auf Amazon. Es ist ein Aufbaustrategiespiel. Also es ist jetzt nicht das Neueste, es gibt Vor- und Nachgänge, auch nicht das Älteste, also es gibt Vor- und Nachgänge, aber wir haben uns jetzt für das entschieden. Genau, also hier sind wir im schönen Startbildschirm und hier können wir auch endlos spielen oder Kampagne. Das ist dann wie eine Story, wo Sachen erklärt werden. Das wollen wir nicht spielen, weil da wird einem die ganze Zeit dazwischen geredet. Deswegen Gehen spielen Sie wir. erneut auf die Reise. Genau, deswegen. Entspannen Sie sich Alter. bei der Besiedlung einer friedlichen Welt. Genau, deswegen spielen wir hier den Endlos-Modus und dann würde ich mal sagen, starten wir das Spiel. Okay. Genau. Der Herausgeber ist Ubisoft. Wir spielen das Ganze auf dem Computer. Das kann man auch nur auf dem Computer spielen. Mit Windows XP und Windows Vista. Wird wahrscheinlich auch auf den neueren Windows-Versionen gehen. Das weiß ich nicht, da müsste man sich noch mal ein bisschen informieren. Aber dann würde ich mal sagen, setzen wir die Segel. Auf geht's. So, hier ist unser kleines, schönes Dorf. Und unser Ziel ist, unser Dorf Dies Eiland soll euch. so groß wie möglich zu machen. Das hier ist unser Verbündeter. Und genau, dann wollen wir doch mal anfangen mit. Ein Marktplatz ist sehr wichtig, damit sich dort Leute treffen können. Den bauen wir mal dahin. Und dann bauen wir mal einen kleinen Weg dahin. Also das, was ihr dort am Strand seht, ist sozusagen das Rathaus. Nur ist halt noch nicht so modern. Genau. So, dann bauen wir hier ein paar Bauernhäuser hin. Und da brauchen wir ganz wichtig ein kleines Markthaus. Weil da sind dann so Karren drin, die unsere Rohstoffe abholen. Und dann brauchen wir auch sehr wichtig Holzfäller, ja. Dann bauen wir mal da so welche hin. Genau. Dann verbinden wir das Ganze auch nochmal. Denn sonst können die nicht dahin. Also Genau. gegen Abkant. Ja. Also wir Also starten. das. Ja, steuern tue ich das Ganze mit der Maus. Es gibt auch Hotkeys auf der Tastatur. Die sind aber ein bisschen umständlich und ich würde sagen, der Aufbau ist nicht ganz so spannend. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns später wieder, wenn wir das Ganze, die ganze Stadt ein bisschen größer hätten. Haben. Genau. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. So, da sind wir wieder. Und wir haben jetzt hier eine schöne kleine Stadt aufgebaut. Und dann haben wir hier noch ein kleines Stadt im Orient. Genau. Hier haben wir eine schöne Gewürzfarm. Und wir haben jetzt gut 1,5 Stunden gespielt, um das hier alles aufzubauen. Also das ist nicht wirklich schwer, aber kompliziert, weil die Schiffe die ganze Zeit hin und her müssen für die Ressourcen. Genau. Ja, hier, das sind halt immer noch die Bauernhäuser. Und dann haben wir hier schon Bürger. Und die wollen jetzt Gewürze. Und Gewürze können wir nur hier anbauen. Das heißt, wir müssen hier hin Gewürze anbauen. Und dann wieder mit dem Schiff hier oben hin, was bisschen nervig ist, aber ich finde es eigentlich ganz Und nett. sehen wir die Steuern, die können wir immer erhöhen. Also wenn wir auf die Bürgerhäuser gehen, können wir immer so gucken, wie hoch die Steuern sein sollen. Ja, das sind so die Aufgaben. Oben sehen wir was wir haben. Ruhm braucht man, um Sachen zu kaufen. Genau, Gold, um halt auch Sachen entweder zu bauen, zum Beispiel hier so Straßen oder sowas. Und halt, du kannst auch mit Gold Sachen einkaufen. Ja. Mit dem Großvisier haben wir uns jetzt angefreundet, deswegen können wir hier auch eine neue Siedlung, also auch eine andere Siedlung, aufbauen, orientalisch, weil wir uns mit dem angefreundet haben. Ja, und diese Stoffe brauchen wir halt, damit unsere Bürger zufriedener sind und dann nochmal aufsteigen können. Also, das war auch wieder sehr nervig. Also, er hat sehr viel geredet und das Nervigste Genau. war, dass die Schiffe so lange gebraucht haben. Also das könnte man auf jeden Fall verbessern. Ja, Entweder, das dass wäre. die Schiffe schneller sind oder dass man das irgendwie schneller machen kann. Genau. Ja, hier oben haben wir noch ein Markthaus. Hier oben wird ein bisschen Milch produziert. Ziegenmilch. Weil das brauchen, wollen die Orientaler. Ne, wie heißen die? Normal. Nomaden, genau.
Ja. Genau. Dann haben wir hier ein paar neue Gebäude freigeschaltet. Und falls ihr das, also wir finden das Spiel sehr gut, man kann aufbauen. Wir würden es weiterempfehlen für alle, die solche Aufbaustrategie-Spiele mögen. Und falls ihr das dann selber haben wollt, könnt ihr euch das kaufen. War es dann auch schon für heute. Genau, bis zum nächsten Mal vielleicht. Bis dann, tschüss.